So, Tag 5, Langhagen. Hier gibt es wieder frisch gepressten Saft, Schnaps etc. Haben wir ja letztes Jahr schon gefilmt. Sonst kommen die Autos, diesmal sind es die Fahrradfahrer. So, wir kommen dann endlich mal zum Wasser. Heute ein bisschen bewölkt. Ein bisschen viel bewölkt. Da hinten haben wir wieder die Mammutbäume, den Turm des Grauens. Mal gucken, wann ich da hochlaufe oder so. Ganz so diesig ist ja nicht, man kann ja trotzdem rüber gucken. Ja, ja. Da hinten ist das. Den Turm haben wir letztes Jahr schon bestiegen. Dann renne ich da gleich nochmal hoch, mal gucken. Schauen wir mal. Aber die Mammutbäume sind am Start. Jetzt kriege ich doch Hunger. Currywurst. Wollten wir vorhin schon machen. Ja, später vielleicht, ne? Gucken wir mal. Wir schauen mal, oh, die Kinder schreien hier schon. Oh, da hinten kommen gerade die Fischer an. Ich hoffe, die Sonne kommt heute noch. Dann kann ich nachher noch unten in Kressbronn wenigstens ans Wasser. Ein bisschen tauchen gehen. Das ist meine Mutter wieder am Surfen. Damals noch. Das noch mal? Dann gehen wir mal ein bisschen hier in den Blumenfelder. Ich glaube, die Sonne kommt heute noch. Sieht zwar. Aber dann kann ich ja eigentlich mal gegen die Sonne filmen. So, wir machen noch ein bisschen hier. Das Schiff, was da gerade umgekippt ist. Da ist echt einer ins Wasser gefallen, besoffen von der Fähre. Achso, die gucken sich die WC-Häuschen an. Ich denke schon, wo sind sie jetzt? Gucken sie sich die modernen Pötte da hinten an. Science-Fiction-Pötte. Ach ja, aber ist geil. Guck mal, hier hast du jetzt gar nichts an Touris. Ist ja auch mal was anderes. Ja, aber wenn ich jetzt den Turm wieder hochlaufen würde, da gehe ich kaputt. Jetzt geht das Telefon. Ey, das kann nie wahr sein, ey. Weißt du, da bist du ja am Bodensee, geht das Telefon, rufen die Ruhrnachrichten dich an und wollen dir schon wieder die Zeitung andrehen. Ey, unmöglich. Soll das mal sein lassen. Ich will keine Zeitung. Jetzt wollte ich so schön den Spruch aufnehmen, aber leider kam nichts. Es ist unglaublich. So, komm, wir knipsen mal. Oh ja, der sucht was, ey. Oder der verfolgt mich, ich weiß es nicht. Da ist schon einer vom Boot abgegangen, ey. Wie langsam der Rotor aussieht, heftig, ja? Da hat der Pilot sogar gewunken. Schrauber immer noch auf der Suche. Aber das habe ich ja letztes Jahr schon alles gefilmt. Muss ich ja jetzt nicht auch noch mal filmen, ne? Weil Tinef. Hat sich ja nichts verändert. Der Heli kommt auch schon wieder, ey. Aber so ist auch nicht schlecht für ein Bild, oder? Wenn ich beide Burgen drauf habe? Ich weiß ja nicht. Ja, die Touris sind hier überall weit verstreut. Die sind auch immer Kamera geil. Ich habe keine Ahnung, das war wieder der Mann, der mich schon seit letztes Jahr hier verfolgt. Ich weiß auch nicht, der ist immer noch hier. Es ist immer richtig ruhig hier. Geil, nichts los. Oh, da rennen die Ellis rum, ab zur Eisdiele. Wo kann ich die denn abcatchen? Weiß ich nicht. Ja, dann komme ich nachher nochmal zum Schloss. Der kommt da eh noch hin. Da sind die Mammutbäume. Mammut und Mammut. Und dann sind wir hier wieder an der Miniwache. Da fährt der andere Polizist rum mit seinem komischen Go-Kart. Yippie. So, auf zur Eisdiele oder so, ne? Mal gucken. Oder eine Currywurst, wäre auch nicht schlecht. Ja, die hole ich heute Nachmittag, wenn ich zum See gehe. Vielleicht auch bei schlechtem Wetter. Aber so ist ja auch mal angenehm, da muss man nicht so schwitzen. So, hier schön Karamelleis. Und ein Spielzeugladen. Ob ich da noch reingehe, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ah, ne, da war ich letztes Jahr drin, die haben nichts von Star Wars. Aber einen Pizzaschneider haben sie. So, dann hier. Prost. Aber der ist der Beste hier. Ja, aber cool hier, ne? Aber na denn, Prost. Also ich proste dann jetzt mal mit dem Eis an. Guck mal hier, die verkaufen lebende Viecher hier. Sind die geil? Ja.
Und ein Magnet in Plastik kostet nur 2 Euro. Für so eine Verarschung ist das geil. So eine dicke Zecke. Motorchen. Da kannst du ja die kriegen aus Biergläsern. Stellst du mal so auf den Tisch also, dann oder so. Ja. Ein Tech hier, ey. Kein Wunder, dass die Bilder alle so beschissen aussehen, wenn nur ein Tech hier ist, ey. So, wieder Ortswechsel. Ich will runter zum See. Ich Vollidiot, auf dem Plattenspieler eingepackt. Ne, wollte jetzt hier schön kurz ein bisschen Session filmen. Hier unter dieser kleinen schönen Bühne. Aber DSD, der Idiot, hat natürlich wieder die Schallplatten vergessen. Ohne Vinyls kann ich nicht kratzen. Und hier rennt mir bestimmt keiner jetzt rum, der mit mir kratzt. So, gegen die Sonne, wir laufen jetzt zum See. Kacke, Alter, ey. Weißt du, das geht mir schon wieder richtig auf den Sack, Alter, ey. Extra gerade noch Bier eingekauft, noch ein Schnitzel im Brötchen mit Ketchup. Weißt du, hier schön Lunchpaket gemacht und alles. Hier schön die Kannen gekühlt drin. Ja, und was ist, Alter? Ich wollte schön einen aufkratzen. Nix, Alter. Egal, dann setze ich mich jetzt so ins Wasser. Dann kommt das in der nächsten Folge oder so, ne? Aber dann mache ich erstmal gleich mein Intro mit einer guten Flasche Kronexport. Denn ihr wisst, Kronen schmeckt. Ja, der ist ja mal geil gebaut, Alter. Fett, Alter, fettes Teil. Cool. Alter, wie er abgeht. Wo ist er denn? Da. Komm, ich hab Bonbons für dich. Alter, geil. Scribble Attack, geht schon los. Also der war eigentlich gerade hier unten, aber ich habe die Kamera natürlich wieder nicht rechtzeitig gehabt. Ich Eierkopf, weißt du, wie immer, ey. Scheiße, geil, ein dunkles Eichhörnchen. Das ist das vom letzten Jahr, das kenne ich schon. Ein Kollege ist das. Ich habe nix. Ja, seid so gut. Ich hab nix. Nein, hab nix. Das kennen wir vom letzten Jahr schon immer gegen die Sonne filmen. Ne? Aber guck mal, kommen die Enten an, die sind ja noch zutraulicher als sonst. Cool. Ja, Leute, dann mein Kronen-Intro kann ich jetzt auch nicht machen, weil da voll die Leute sind. Aber gegen die Sonne ist kacke, aber ich probiere es, glaube ich, trotzdem mal aus. Ich schau mal. Ich kann ja hier wieder hochklettern. Ich bin schon wieder surrounded by Ducks. Oh, let the duck out. Nein? Hey, ja, ist gut. Ja, jetzt habe ich gerade zwei, dreimal probiert, hier mein Intro zu machen. Ich Idiot habe ja gar keine Schallplatten mitgenommen. Ist natürlich auch wieder toll. Habe ich jetzt das Bier umgeschmissen? Nee. Aber das Kronen ist gleich schon leer. Aber ich wollte euch nur zeigen, Kronen schmeckt. Ne? Ihr wisst hier, am See, gegen die Sonne, wie immer. Ja, dann lasst es euch gut gehen. Ne? Ich habe noch zwei andere Biere wieder gekauft, die sind natürlich warm. Dortmunder Kronen. Die Krone der Braukunst. Kronen schmeckt. Ich hätte mal Wasser kaufen sollen, scheiße. Aber geil, die Enten kommen die ganze Zeit an. Ne? So, jetzt ist Chillen angesagt für ein paar Stunden. Bis gleich. Sonst kamen doch hier immer direkt Ferien, wollte ich gerade sagen. Hier so Fähren. Waren die erst nachmittags oder so? Ah, die Enten sind diesmal geil. So, ich trinke mal ein Bier im Wasser, wa? Wäre auch nicht schlecht für ein Foto und für überhaupt so irgendwas. Komm, wir steppen mal hier rein. Boah, der war ganz schön kalt. Der war aber letztes Jahr wärmer, Alter. Heieiei. Das ist mir aber zu, hier, Kronen schmeckt, ne? Im Bodensee. Kronen schmeckt. Heieieiei, Alter. Ich komme auch schon wieder an alle Knöpfe dran. Geil ist auch immer, wie die Touris schon wieder gucken. Aber ich zeig dir jetzt nicht. Du bist mit der Kanne hier, weißt du, und jetzt schon mal doof angeguckt. Aber hier, irgendwas. Ich habe doch letztes Jahr hier irgendwo was versteckt. Ach komm, mit den Schuhen ist besser laufen als letztes Jahr barfuß. Das geht schon. Ja, dann gucke ich morgen mal, wann eine Fähre fährt. Dann kann man die Fähre ja auch noch mitnehmen. Also das Kronen ist jetzt zu Ende. Aber ihr wisst, Dortmund Kronen schmeckt, ne? Dortmunder Kronen. Die Krone der Braukunst. Ist halt doof, Sonne geht da unter und dann ist eh wieder gegen die Sonne, aber macht nichts hier. Pem. Aber wenn morgen das Wetter so ist, dann werde ich morgen nach Langenargen runterlaufen, ab zum Yachthafen, wieder zu Opas Schiff halt. Und dann kann man da noch ein bisschen einmachen. Ah, guck mal, der Hund schlägt an und will die Enten ficken. Oder fressen, oder was auch immer.
Ich habe diese Wasserschuhe wieder nicht zugemacht. Jetzt habe ich das ganze Wasser wieder in der Schuhe, ey. Ich bin so blöd, ey. Aber wisst ihr was? Guck dir das mal an. Wie hohl muss man denn sein? Guck mal, jetzt kommt die ganze Suppe hier raus. Hier ist noch ein halber Liter Wasser in der Schuhe. Shit, ey. Ich kann so nie arbeiten. Das liegt nicht am Bier. So. Ich frage mich gerade, was ist das für ein Dreck hier auf dem Wasser? Ich meine, gegen der Sonne filmen ist eh wieder kacke. Aber guck mal, da diese Poxels und so. Kein Plan, ey. Da liegt ein halbes Boot. Was ist denn da los? Hochwasser gewesen, wa? Ja, ja, genau. Mach du mal Theater, ey. So, letzten Schluck Dortmunder Bier. Da muss ich mich jetzt für die nächsten 10 Tage mit, keine Ahnung, mit dem anderen Bier hier, mit dem örtlichen Bier vergnügen. Toll. Dortmunder Kronen. Die Krone der Braukunst. Kronen schmeckt. Hat der Junge sich auch eingecremt. Ja, ich muss so blinzeln, weil die Sonne ja hier noch voll steil ist. So ein bisschen eingecremt. Ich habe euch auch ja gar nicht wirklich die beiden Mückenstiche gezeigt. Ne? Jetzt ist wieder abgeschwollen. Also nicht mein Bauch, aber der Ellbogen ist wieder abgeschwollen. Aber man sieht schon die Farbe. Ey, das war ja her, inner Hopfenfelder muss das gewesen sein. Die haben halt richtig gestochen, die Moppets. Und ja, geht gar nicht. Also, wie gesagt, ich habe ja 10 Stiche gehabt. Ja, überall halt so Zeugs. Aber der war ja doppelt so dick wie normal, der Ellbogen. Das war ja schon hart. Und das war feuerheiß halt. Also, das waren definitiv keine normalen Mücken. Was auch immer. Ja, Wasser habe ich nicht. Also muss ich gleich noch ein Bier trinken, bevor das warm wird. Aber ich esse jetzt erst. Und mein Lager muss hier weitergehen. Ich habe gar keine Brille auf, ne? Habt ihr mich denn schon mal ohne Brille gesehen? Also das mit dem Plattenspieler ärgert mich ja jetzt voll. Also nee, nicht mit dem Plattenspieler, sondern mit den Platten, ne? Dass ich die Vinyls vergessen habe. Das ist natürlich zum Kotzen. So, jetzt haben wir hier was Gutes. Vor allem, ich will einen Schnitzel haben. Da gibt es einfach ein Brötchen dazu. Die hat mich gar nicht gefragt. Aber da habe ich... Das Doofe ist nur... Warte, ich muss mal festhalten. Das ist ja ordentlich, aber das, die sind immer so weich, die Brötchen hier, ey. So, dann Prostata. Nee, guten Hunger, ne? Reingehauen. Fleisch. Ich brauche ein Bier dabei. Nicht so trocken, das Brötchen. Jetzt läuten die Glocken hier, Alter. Was haben wir denn? 3 Uhr jetzt gleich oder so? Ja, ab zur hier Nachmittagsmesse, wa? So, ich esse weiter meinen Schnitzel und, sag mal, Peace and Justice. So, dann zum Edeka nochmal Bier holen, hat jetzt nicht ganz geklappt. Weil die Erziehungsberechtigten kamen, nein. Ja doch, haben mich abgeholt. Jetzt sind wir in Nonnenhorn, ein paar Meter weiter. Ich kann euch das gleich mal richtig zeigen, wenn da vorne die Fotografen weg sind. Jetzt haben wir nämlich nochmal eine andere Seite hier vom See. So, ist natürlich blöd, dass die Sonne war ja gerade da. Aber ich habe ja vorhin die ganze Zeit schon die Sonne gefilmt, als ich noch da vorne in Kressbronn halt, da an der Kaltmauer war. Die zeige ich euch jetzt nochmal von hier, weil du kannst hier direkt rüber gucken, wo ich war. Und zwar, wenn ihr jetzt hier wieder seht. Guck mal, da vorne fährt jetzt die Fähre, das war der zweite Anlegesteg. Jetzt zoome ich da mal hin, damit ihr das auch mal seht. Wo ist denn die Fähre? Da. Ah, näher komme ich gar nicht ran, ja shit. So, da ist die Fähre. Guck mal, jetzt können wir aber mal da rangehen hier, auch super, aber ich wackel schon wieder zu sehr, shit. Ah, da ist die Fähre. So, da sind die Werften. Da ist die Kaimauer. Da habe ich vorhin gehockt. Genau da. So, da ist die Mauer, wo ich vorhin war. Guck mal, da ist das Häuschen. Genau da. Es wackelt so sehr. Wieso fährt denn da jetzt ein Auto her? Ta-ta-ta-ta-ta. Da sind die Werften, oder? Wo fühle ich denn jetzt hin? Ach, die Mauer ist jetzt genau da, wieder das Häuschen, wo das fucking... Fucking Schild ist da. Was ist das denn jetzt hier? Wo filme ich denn jetzt? Ich filme jetzt noch da. Ich will aber da hinten hin. Das ist alles gar nicht so einfach, Leute. So, da sind die Werften. So, nochmal. Da ist das Häuschen. Da zeige ich morgen die Bücher. Es wackelt so herbe. Tut mir leid, Alter. Es ist so herbe rangezoomt, doppelt. Da habe ich gelegen. Da ist das Hotel. Genau, da ist das Hotel. Und genau da. Alter, das gibt's ja nicht, dass das so herbe wackelt hier. Jetzt kommt aber harter Wind hier auf. Hier kommt aber richtiger Wind auf. Ja, auf jeden Fall da hinten. Ich weiß nicht, liegt das am Bier oder?
da so jetzt mit der Kamera, hier ist Wind. Guckt euch einfach nur an, hier sind ein paar Schiffe. Hier noch ein bisschen was. Da ist die Anlegestelle. Und dann geht das hier rum. Ja, und eigentlich wollen wir den Sonnenuntergang gucken, aber ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass da hinten an dem Grün, dass da die Sonne untergeht und wir hier wieder nicht den Horizont mit der Sonne sich kreuzen sehen. So, jetzt gucken wir mal, was die Eltern da hinten machen. Die sind da irgendwo. Da sind sie. Warte. Juhu! Die hören nichts. Guck mal, die Eierköpfe. Ja, Bilgam, Frau Bilgam, hier. Die sehen nichts. Gut, warte mal noch ein bisschen. Noch näher kann ich nie ranzoomen, dann habe ich gleich, dann sehe ich gleich die Ohren von ihnen. Was machen die denn da mit ihrer Kamera? Gut, die sind ja doof. Wobei, dem Wind hören die eh einen nicht. Oh, der kommt mit seinem Handy wieder nicht klar. Super. Ich muss gleich wieder Fotos von dem machen. Oh, rotzt er sich wieder die Nase da, ey, das ist ja unglaublich. Jetzt kommen die ganzen Touris hier aus dem Schiff. Ich halte das mal so hinter mir. Nein, ich filme die Leute ja nicht, aber egal. Schnell weg hier, Alter, gibt's ja nicht, ey. Achso, man könnte dann hier diese Dreiländerfahrt machen, ne? Was kostet das? Keine Ahnung. Gucken wir demnächst. So, ich renne da mal eben drüber. So. Da hinten fährt das Schiff weg, jetzt habe ich das Schiff verpasst, jetzt muss ich die Nacht wieder gucken, wo ich bleibe. Aber das macht ja nichts, ich schaffe das schon. Hey, guck mal, wer noch an Bord ist hier. Auf Wiedersehen. Ach so, Schweizer ist das. So, hier könnte ich jetzt auch wieder ins Wasser. Aber morgen wird geschwommen. Oh, hier sieht es aber jetzt gut aus. Das ist echt geil. Mein Akku ist gleich leer. Aber wir gucken mal, ne? Mal da, das Pärchen da wieder. Licht. Könnte, steht da könnte? Ich kann gerade nicht. Jetzt habe ich das hier drauf. Könnte. Ja, ich filme gerade. Also, wenn ich hier eine Gruppe Fotos machen will, geht das gar nicht. Ja. So, ich zeige euch hier noch ein bisschen die Klippen des Grauens. Ich glaube, das war der Tag. Es kann sein, laufe ich da heute noch den Berg hoch, den einen? Nein, ist eh gleich dunkel. Das hat sich erledigt. Ich muss pissen wie ein Stier, gleich pisse ich hier beim Nachbarn in den Gatten oder so. Keine Ahnung. So, dann. Die versuchen immer noch hier Trompetenkäfer auf. Ja, mein Kollege Captain Havoc. Haddock heißt er ja nicht, Havoc. Havoc war der Rapper. Aber egal, dann halt Haddock, ne? Alter, geil. Bist hier vor so einem Dorfmuseum. Erstmal kannst du hier schön Bücher diggen für 1 Euro. Hier für 50 Cent. Total geil. Hier, Gullivers Reisen und so. 7 Inches, Lou Graham. Hier gucke ich mal eben durch und hier hast du sogar noch Schallplatten. Hammergeil. Bestimmt noch einer was. Das ist ja spitze hier, ey. Ja, such doch mal welche. Ja, ich guck mal eben hier durch. Ich dig mal eben. Wenn ich was finde, dann melde ich mich wieder. Was ist. Hier, guck mal hier. Was ist was? Was ist was? Bücher gibt es hier. Aber leider wieder nicht das große Jugendbuch von 1982. So, ich hab schon mal 3 Platten hier rausgesucht. Die werde ich mir schon mal einsafen. Ich muss eben noch die Platten hier durchgucken. Einen Moment. Warte, Kleingeld habe ich drüben, aber ich habe hier noch Dings. Und hier sind sogar noch Kassetten. Hier, 6 Schallplatten und noch ein Hörspiel. 5 Euro packe ich hier rein. Da Bescheid wisst. Nicht, dass er einer klaut. So, Peace and Justice. Thank you.